Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sehen hier unseren Lehnsherren bei Crusader Kings 3, unseres Giselher. Und ja, König Hildebald ist ja mehr oder weniger, trotz dass wir uns so gut mit ihm verstehen, auf unserer Abschussliste. Wir haben eine Unabhängigkeitsfraktion von ihm gegründet und ja, wir werden mal sehen, wie sich das Ganze hier zuträgt. Ich bin ja fast geneigt, aktuell, da er zwei Kriege am Laufen hat, das Ultimatum zu stellen. Wir hätten auf jeden Fall, ja gut, wir können jetzt noch den Monat abwarten. Dann ist hier auch der Balken ganz offiziell im Rahmen. Und dann werden wir das Ganze mal hier versuchen. So, ich lasse die 20 Tage, 10 Tage hier noch verstreichen. Und damit sollte jetzt auch die Fraktionsstärke da sein. Ja, und ich würde fast sagen, wir probieren das Ganze. Die Unabhängigkeitsfraktion wird König Hildebald von Ostfrankenreich ein Ultimatum stellen. Wenn er es akzeptiert, werden sämtliche Forderungen der Fraktion erfüllt. Wenn er es nicht akzeptiert, wird die Fraktion einen Bürgerkrieg gegen ihn anzetteln. So, wir gucken mal, wie er reagiert. Ich glaube nicht, dass er es uns gewähren wird. Ja, das war mir klar. Seid gegrüßt, mein scheußlicher Vasall mit Meinung 100. Interessant. Dann werden wir hier sehen, wie wir uns hier durchsetzen können. Können wir hier Verbündete rufen? Mächtige Vasallen. You can call ally. Ja, das können wir machen. Ja, definitiv. Wir rufen hier. Bringt er uns denn was? 4200 in den Krieg rufen. Da werfen wir jetzt alles rein, was irgendwie geht. Wie sieht es mit ihm hier aus? 800, 900, ja klar. Nehmen wir dazu. Und was haben wir hier noch? Ja, 1500, den holen wir natürlich auch mit ins Boot. Und ja, das ist, glaube ich, gar nicht verkehrt, wenn wir hier die Truppen ausheben. Das dauert insgesamt nur 8 Tage. So, er hat schon zugesagt. Die beiden auch. Dann geht's doch direkt mal hier oben gegen ihn. Ja. Der Graf hier sieht auch als Anführer vernünftig aus. Ich glaube aktuell Lektionen der Vergangenheit, obgleich ich sicher viele Schlachtfelder sehen werde, bevor ich vor meinen Schöpfer trete, enthält meine Bibliothek Kriegsgeschichten aus 100 Lebzeiten. Ich habe kürzlich einen Folianten erhalten über die große Belagerung von Konstantinopel sowie eine abgegriffene Schriftrolle einer uralten Sprache. Weil wir fleißig sind, nee, wir versuchen natürlich zu übersetzen und ich hoffe, dass uns das gelingt. So, die teilen sich hier auf, ja, das scheint. Nein, nicht einmal mit Hilfe eines staubigen Glossars kann ich der Schriftrolle ihre Geheimnisse entlocken. Aber ich mache weiter. Im Laufe der Nacht enthüllt sich eine mir unglaubliche Geschichte. Die Schriftrolle beschreibt die Schlacht von Gaixia. Wie heißt das? Gaixia. Han Xi, Befehlshaber der Han, brach den Kampfeswillen des Gegners, indem er seine Leute Lieder aus dessen Heimat singen ließ, dem Königreich Chu. Befehlshaber Xiang Yu von Chu entkam mit einem kleinen Trupp treuer Leute, wurde aber aufgespürt und besiegt. Wir studieren die Schlacht oder wir studieren die Schriften. Ich denke, wir studieren die Schlacht. Als Taktiker passt das besser. Und ich ziehe mal hier rüber. Dann versuchen wir ihn hier gesondert zu stellen. Kommen wir da? Ja, das sieht gut aus. Sind wir schnell genug? Ich glaube, er kann nicht mehr entkommen. Ja, hier kommt es zur Schlacht. Und
Wer führt hier an? Dietmar. So. Das war auf jeden Fall schon mal erfolgreich. Perfekt. Wir ziehen direkt nach hier oben weiter. Aktuell scheint das ja noch ganz gut zu laufen, ohne... Oh, und da kommen schon unsere Verbündeten. Das sieht doch ganz gut aus. So, er versucht hier zu flüchten. Ja. Wir biegen gleich ab. Da kommen noch mehr. So, läuft die Schlacht schon? Nein. Er versucht hier weiter zu fliehen. Wir gehen direkt nach hier unten. Ich guck mal. Ja, er ist hier irgendwie schneller als wir. Wir gehen ihm hier nach. Aber erwischen ihn nicht. Mal gucken. Im Zweifel biegen wir ab und nehmen uns hier oben erstmal die 600 zur Brust. Ne. Ah, vielleicht können wir ihm jetzt den Weg abschneiden. Aber, ne, das sieht leider wieder nicht so aus. Die kämpfen hier irgendwie gegenseitig. Ja, vielleicht. Na, ja. Jawohl, das klappt einwandfrei. Und da kämpft er selbst? Ja. Nee, das ist er doch nicht. Das ist ein anderer. Das scheint ein Verbündeter von ihm zu sein. So. Wir nehmen uns hier oben direkt die... Na... 500 zur Brust. Da kommen weitere Truppen heran. Aber kein... Keine Menge, die ich nicht bewältigen könnte. Mein Ratsmarschall Graf Gieselherr hat mir stolz seinen neuen Rekruten präsentiert. Er mag nicht von edlem Geblüt sein wie ihr, mein Vater. Aber bei meiner Treue, ich schwöre, Gieselmar ist jemand, den ihr an eurer Seite haben wollt. Was ist denn Gieselmar? Ja. Wohl an Gieselmar soll mir dienen. Klar, natürlich. Warum nicht? Er scheint dir ja ein durchaus... stattlichen Eindruck zu machen. So, wir ziehen hier weiter. Die versuchen sich hier zu vereinigen. Na gut. Sollen sie nur tun. Da unten kommen weitere Truppen. Laufen wir ins Verderben. Dann gehen wir jetzt tatsächlich mal nach da unten. Und versuchen hier die Belagerung zu beenden. Aktuell ein ausgewogenes Match, aber wir haben ja hier noch einige Verbündete hinter uns. Er versucht zu fliehen, aber hier kommt es direkt zur Schlacht. So, unsere Helfer kommen hier dazu. Ja, das... wird ihm hier nicht gelingen. Herzog Engelschalk, den hatten wir doch schon mal. So. Das war definitiv wieder ein Sieg. 46 haben wir jetzt schon. So. Ich drücke mal eben Pause. Und jetzt schaue ich mir mal an, was müssten wir denn belagern? Wir müssten hier rüber gehen. Ja. Wo ist denn die Hauptstadt? Sehen wir die? Hier sehen wir sie nicht. Aber ja, wir könnten mal in diese Richtung hier vormarschieren. Da kämen wir sogar ohne Verluste durch.
Oder wir fangen ihn hier nochmal ab. Na kommt, wir versuchen ihn hier nochmal zu stellen. Die 900, die sollten wir auf jeden Fall hier kriegen. Ja. Ein Fernando. Ja. Damit wäre diese Armee vernichtet. 63%. Das sind auch nochmal zwei Armeen. Die bleiben hier, erwarten uns. Ne, jetzt versuchen sie zu fliehen. Okay. Gefestigt im Glauben. Ich bin als zutiefst frommer Mensch bekannt. Meine Hingabe an die höchsten Mächte sollten doch gewiss auch schon in diesem Leben so etwas gut sein und nicht etwa erst im nächsten, nicht wahr? Es gibt eine Reihe von Leuten, die einmal daran erinnert gehören, dass ich in der Gunst ein mächtiger Wesenheiten stehe. Okay. So, was können wir denn hier tun? Meine Hingabe sollte laut von allen Türmen verkündet werden. Wir setzen Glauben ein, erhalten Prestige. Ne, das wäre ein schlechter Deal. Ne, ich glaube, das mit der Meinung des Papstes ist hier ganz gut. Dem Priesterkönig weiß ein hingebungsvoller Fürst sicher zu schätzen. Das ist, glaube ich, ganz in unserem Sinne hier. Plus 64 haben wir aktuell, plus 85 jetzt. Dann, ups. Dann lasst uns jetzt hier... Nein, warum wollt ihr denn ausschiffen? Dann lasst uns jetzt hier das Ganze zu Ende bringen. Vielleicht gehen unsere Verbündeten ja hier oben gegen unsere Feinde. Aber ich glaube, wir können das hier definitiv schaffen. Ja, die ziehen nach hier unten. Unser Lehnsherr hat einen weißen Frieden unterzeichnet. Okay. Macht das irgendwas? Nee. Die haben nur noch insgesamt 2000 Mann hier aufzuwarten. Das wird ihm auf keinen Fall nutzen. Das dürfte zum großen Teil hier, ja, das, was da noch übrig ist, sein. So, wir gucken mal. 4 Monate. Wenn die Belagerung durch ist, gehe ich fast davon aus, dass wir hier siegen werden. So, da findet noch irgendeine Schlacht statt. So, hier geht's weiter. So, hier kommt's zu einer weiteren Schlacht. Oh, die geht aber scheinbar zu unseren... Ne, die geht zu unseren Gunsten aus. Oh, Leute. Ohne die Belagerung hier abzuschließen, können wir uns von unserem Lehnsherren lossagen. Wir werden unabhängig und erhalten 150 Prestige. Und er verliert 150 Prestige. Und wird nochmal erheblich schwächer. Unabhängigkeitskrieg an den empfindsamen Herzog Giselher von Blankenburg. Mögen euch die Säfte bei lebendigem Leibe austrocknen. Ihr seid ein viel größerer Feind, als ich es gedacht hätte. Aber immerhin noch hohe Meinung von uns. So, und wir sind jetzt unabhängig, das heißt aber immer noch nicht, dass wir König sind, korrekt? Er hat nur, genau, wir sind nach wie vor Herzog. Wir können jetzt aber vermutlich, wir können eine Bande ändern, wir können, oder die Tochter kann heiraten, Lösegeld, schauen wir uns alles an. Aber wir können noch keinen Königstitel haben. Den hat nämlich nach wie vor er. Und er kontrolliert hier auch noch mehr Grafschaften. Welche de jure Königreiche gibt es denn hier? Wir könnten theoretisch König von Pommern werden. Das müsste ich mir aber mal ansehen, weil wir haben, glaube ich, in Pommern noch zu wenige Besitztümer. Kann das sein? Ich klicke mal eben das Königreich von Pommern an. Wir
haben 16. Na, das wäre ja zu schaffen. Wir bräuchten dann nur 500 Gold. Dann lösen wir doch mal die Truppen auf. Das behebt auf jeden Fall schon mal das Goldproblem. Jetzt müssen wir entsprechend noch eine Grafschaft hier uns aneignen. Da könnte man zum Beispiel hier über Lebus nachdenken. Der hat hier einen Oberhäuptling. Haben wir da einen Kriegsgrund? Ja, wir hätten einen Kriegsgrund. Einen Religionskrieg könnten wir führen. Nö, wir brauchen gar nicht um die Herzog, um das komplette Herzogtum kämpfen. Es würde uns die Grafschaft reichen. 40 Glauben müssten wir einsetzen. Wollen wir das direkt machen? 800 Mann hat er. Ja, kommt. Das machen wir direkt. So, ich drücke eben wieder Pause und wir verlegen unseren Sammelpunkt. Na? Nach da. Ach, ich war zu weit rausgezoomt. Geben hier mal alles aus. 10 Tage dauert das Ganze. Da werden jetzt interessanterweise auch direkt zwei Armeen gebildet. Wir führen eine davon selbst. Dann lasst uns hier ins Felde ziehen. Wir als tapferer Ritter kämpfen natürlich hier auch selbst, wenn es sich dann anbietet. Hier kommt noch die Verstärkung dazu. Wir führen selbst mit einem unfassbar guten Befehlshabervorteil. Hervorragend. Und hat noch nicht die Wende gebracht. Er zieht hier ab und wir belagern natürlich. Er hat hier unten noch, ich vermute, meinen Verbündeten. Ich würde die beiden Armeen mal zusammenführen. Er hier scheint noch besser zu sein. Haben wir denn einen Glaubenskrieger? Hier wären wir selbst wahrscheinlich sogar noch besser. Aber ich nehme mal hier unseren Glaubenskrieger. Denn der bringt uns hier noch einige Vorteile. Wir kämpfen ja hier aus religiösen Gründen und da soll uns der Gaußbärt durchaus hier weiterhelfen. So. Da ist irgendeiner gefallen. So. Hier wird gegenbelagert. Na gut. 4 Monate. Er versucht es nochmal. Kam es zu einem Erbfall? Das will ich mir mal eben na anschauen. So, ein Nachbar wird angegriffen. Michel, was war denn das? Weiß ich nicht mehr. Graf Lothar konnten wir beeinflussen. Oh nein, der Giselher ist gestorben. Der war ja ein hervorragender Krieger. Nachbar der Herrscher verlor Krieg. Na gut. So, wir warten hier. Ein bemerkenswerter Gast. Befehlshaber, ein 10er Kämpfer. Was ist er denn? Cuthred of Dorset. Ja, kommt, den laden wir doch ein. 40 möchte der haben. Lohnt sich das? Er kommt. Gute Kämpfer können wir aktuell immer gut gebrauchen.
Und damit geht auch diese Schlacht hier dann zu Ende. Sehr gut. 23 plus. Belagerung läuft hier weiter. 30 Tage noch. So, hier geht's aber direkt weiter. Der Sündhafte, den Gast haben wir schon. Euer Sohn greift an. Greift Häuptling Miroslav von... Häuptling von... Sehen wir hier den Krieg? Hier oben, okay. Ach, der möchte uns hier... Ne, unser Sohn greift an. Verbündeter greift an. Das ist wieder der Sohn. Ein Nachbar wird angegriffen. Dreimal dieselbe Nachricht. So. Schaffen wir es vorher, die Belagerung abzuschließen? Oder greift er hier an? Nein, es kommt nochmal zur Schlacht. Schlacht von Lebus. Aber trotz schlechten Würfelglücks geht das hier zu unseren Gunsten natürlich aus. Effekte 28. Damit müsste gleich auch die Belagerung hier zu Ende gehen. Und damit ist natürlich hier alles gesagt. Forderung erzwingen. So, was kriegen wir? Wir übernehmen den Titel. Verbündete hatten wir hier keine dabei. Und der Eifer des Katholizismus sinkt. So sei es. So, wir können alle Truppen nach Hause schicken. Haben jetzt natürlich viel zu viele Grafschaften. Aber das sollte sich gleich lösen, denn wir könnten jetzt theoretisch, glaube ich, den Königreichstitel schaffen. Und wir können immerhin auch von unserem Papst Gold erbitten. Das machen wir auf jeden Fall mal. Das bringt uns den 500 deutlich näher. Ja, perfekt. Und wir hätten hier auch noch die Möglichkeit, Lösegeld einzufordern. Schaue ich mal eben noch den Kerker durch. Na, wo ist er denn? Stopp. Hier bei Hof ist er, glaube ich. Genau. So, wir haben aktuell keine Kriege am Laufen. Das ist schon mal gut zu wissen. So. Wir haben hier einen Grafen. Würde er denn gegen Gold sich auslösen lassen für 50 Gold? Ja, der ist für uns ohnehin nicht interessant. Ein Bürgermeister. Na, ob der uns wohl Lösegeld bezahlt? Ja, immerhin 30. Ein Infant? Was ist denn ein Infant? Der hat kein Lösegeld. Nee, er würde uns 200, ja? Wir warten mal ab. Vielleicht wird das ja noch besser. Noch ein Bürgermeister. Ja, der bezahlt. Noch einer. Der wird vermutlich auch wieder 30 bringen. Ja. Dann lasse ich erstmal hier den Kerker sich leeren. So, da wurden Lösegelder akzeptiert. Sehr schön. So. Was ist hier eher? Da geht allerdings aktuell nicht mehr, weil der König Alfonso hier zu wenig Lösegeld bei sich hat. Und was sieht, wie steht's hier mit Merten? Ist der denn von uns? Der ist eingekerkert worden. Okay. Das habe ich nicht mehr so ganz im Blick, weswegen wir das gemacht haben. Ach, der hatte, glaube ich, der war irgendwie als Verbrecher bekannt, glaube ich.
Was machen wir denn mit ihm? Na kommt, wir nehmen ein schwaches Druckmittel. Vielleicht hilft es uns ja noch zu irgendwas. Und hier ein Mädchen mit vier Ansprüchen. Können wir die denn rekrutieren? Ja, das würde gehen. Und noch ein schwaches Druckmittel. Naja, darauf können wir bei einer Zwölfjährigen, glaube ich, verzichten. Aber wir holen ihn mal an unseren Hof. Ja, perfekt. So, liebe Leute, wir haben dann auch entsprechend 500. Und das heißt für uns, wir sollten eigentlich jetzt den Königstitel ändern, übernehmen können. Aber das würde ich natürlich erst in der nächsten Folge machen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid, um dann dieses Ereignis mit mir gemeinsam zu erleben. Bis dahin, euer von Blankenburg.